Liebe Leute, da sind wir zurück mit Aloy in Horizon Zero Dawn. Und wir wollen weitermachen. Mutterherz, Rede mit Rost ist jetzt die nächste Hauptquest, aber ich würde jetzt erstmal gern reinschauen. Denn wir haben wieder Fähigkeitspunkte, und zwar 2 Stück. Und da würde ich gerne, kritischer Treffer. Warte mal, hatten wir das mit diesem stillen Schlag? Hatten wir schon, ne? Ja, müssen wir mal ausprobieren auf jeden Fall. Kann ich jetzt hier auch weitermachen? Ah, Schlag von oben, drücke R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinen und Menschen zu erledigen oder größere Gegner schweren Schaden zuzufügen. Auch wir nehmen mal das. Okay, kostet schon 2. Sehr schön. Okay, Leute. Dann lasst mal ganz kurz noch in die Quests gucken. Nebenquest haben wir keine. Okay, dann folgen wir jetzt erstmal der Hauptquest, würde ich sagen. Meter. Ich würde gerne das ausprobieren mit dem Reisen R2. Okay, so geht es dann. Rede mit Rost. Ja komm, wir laufen den. Wir kennen die Gegend ja noch nicht so gut, dann können wir auch mal laufen. Ich denke, Schnellreisen können wir dann später nutzen, wenn wir schon überall mehrfach waren. Oh, ein Hase. Da sind die wieder. Guckst dir. Ah. Das hat nicht funktioniert. Ich würde das gerne mal mit dem schweren Schlag ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Da hat uns irgendwas. Komm mal hierher. Rotes Licht. Ja, denkst du. Oh, krass. Oh, dich habe ich nicht kommen sehen von hinten. Das war ziemlich fies. Das ist auch ziemlich fies. Okay, es war ja aber ziemlich nice, würde ich sagen, ne? Okay, sehr cool. Läufer. Was haben wir denn? Läuferherz haben wir bekommen. Metallscherben, okay. Also noch kann ich es nicht so wirklich zuordnen, was sein soll, ne? Aber ich würde sagen, das war doch ganz ordentlich jetzt hier. Mal schön rasiert. So. Ein bisschen Material gesammelt. Läuft. Aber ich glaube, so lasst noch ganz kurz nochmal reingucken, Leute. Bei den Fähigkeiten. Mit R1. Ah. Ich habe R2 gedrückt. Oh, da ist ein Feuer, wisst ihr? Deswegen sollten wir den Weg vielleicht auch mal laufen. Was ich überraschend finde, ist, dass hier auch selbst auf der PlayStation 4 die Ladezeiten relativ kurz sind, ne? Ich meine, ich habe selbst noch keine PlayStation 5. Deswegen kann ich das Ganze dann gar nicht so wirklich beurteilen. Also, man weiß schon, dass die Ladezeiten auf der PlayStation 4 länger sind, aber jetzt hier gerade bei dem Spiel fällt mir es irgendwie auf, weil ich mit längeren Ladezeiten gerechnet habe irgendwie. Ich will das jetzt mal probieren. Wir müssen es nur schaffen, darüber zu kommen. Der Boy kommt. Oder der kommt zu uns. Das ist natürlich auch eine Sache. Okay, so funktioniert das. Kriege ich das auch mit 2 hin? Oh, das hat er uns erwischt.
Okay, da liegt er. Krass, okay. Aber das haben wir ja schon mal ausprobiert. Das ist schon mal machbar. Abriss. Abriss ist, glaube ich, das Halten oder das Abreißen von Gegenständen von den Maschinen, habe ich jetzt nochmal gelesen beim im Menü. Halt mal. Halt. Wir brauchen doch auch Futter für die Dame da. Und Truthahn haben wir. So. Jetzt aber zu Rust. Sollten wir vielleicht auch mal wieder gucken, ob links und rechts irgendwas ist, was wir zum Heilen nutzen können, weil ich nicht weiß, was jetzt auf uns zukommt. Hier? Stein. Nein, den brauchen wir nicht. Da sitzt er. Hallo. Wir müssen reden. Und wieder. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, wir sind bereit. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rust. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Okay, dann sind wir mal bereit, würde ich sagen. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Boah, das ist aber jetzt richtig heftig. Ich will eigentlich auch nicht, dass der geht. Der hat uns ja großgezogen, der Aloy großgezogen, ne? Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde.
Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Na, hoffentlich sehen wir Rust nochmal wieder. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Okay, also, dann gucken wir uns mal die Erprobung an. Erstmal in die Stadt. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Yessa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Okay, das scheint so eine... Die sind wirklich gut. Ich bin noch zu klein. Oh, ein Baby. Und die machen hier ganz schön Bambule. Okay, das ist also die Stadt. Oh, hier gibt es ein Lagerfeuer. Das sollten wir nutzen. Was gibt's hier? Ah, hier kann man sich aufwärmen. Guck mal. Wird lecker gebraten. Mag aber keiner mit uns quatschen. Heiß. Wie ein Waldbrand. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Oh, nice. Das ist aber nett. Nora-Kriegerin. Ungewöhnlich. Neue Rüstung einer Nora-Kriegerin. Genäht von Tab mit von Aloy entworfenen Details. Bietet keinen zusätzlichen Schutz, kann aber verbessert werden. Rüstung einer Nora-Kriegerin. Ach nee, wir können das hier. Wir können die kaufen. Okay, die kriegen wir umsonst. Die müssten wir kaufen hier, ne? Könnten wir sogar. Rüstung einer Nora-Kriegerin für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriff. Okay. Ja, wir nehmen erstmal das Kostenlose. Was kann ich denn bei dem verkaufen? Ach, guck mal.
da sieht man den Unterschied, okay. Gewöhnlich. Dieses Objekt kann nicht verkauft werden. Okay. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Alles klar, okay. Also bei ihm kriegen wir Rüstung. Das ist gut zu wissen. Ja. Ist ganz schön Action. Absolut. Absolut, Bello. Ja, jetzt lassen Sie aber mal nach da vorne kommen. Oh, hier können wir auch wieder was machen. Da können wir uns wärmen, ne? Wieder. Ja. Jack, komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Super. Komm da runter. Hier ist echt was los in dem Dorf, ne? Schöne Interaktion. Dass ich runterfalle. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Liegt es an Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Komisch. Menschen, Maschinen, Tiere. Bei ihrem es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander. Im Schutz. Hey Leute, hier drüben. Wer bist du? Ah, dich kennen wir doch. Der Cast. Alles klar. Komm mal her, Eloy. Urmutter, gib mir Kraft. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben von Mörder und Versklaver! Erleuchtet halt. Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie eure. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Was ist jetzt hier los? Unbekanntes Gerät entdeckt. Er trägt einen Fokus. Genau wie du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin?
Tja, niemand schätze ich, wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich.
wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Also, was ist passiert? Wie kam's zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Kaja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Alles klar. Jetzt haben wir uns hier mal ein kleines bisschen unterhalten, Leute. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Alles klar, scheint ja hier Aarons scheint ja ein netter Zeitgenosse zu sein. Und er will unbedingt, dass wir nach Meridian gehen. Wo auch immer Meridian ist. Aber vorher gehen wir jetzt erstmal zu dieser Segnung. Wo müssen wir denn dafür hin, da rein? Ja, hier kommen wir nicht hoch. Wieder rein? Scheint nicht so, ne? Erinnert ihr euch an den Kerl, der letztes Jahr besoffen nackt ums Feuer 75 Schritte darüber. Ah, da müssen wir wahrscheinlich da runter. Kommen wir jetzt da nicht mehr runter, oder was? Tatsächlich müssen wir da runter. Na, da gucken wir mal, was da jetzt passiert. Die Urmutter wird sich an deinen Heldenmut heute erinnern. Wir wollen was hoffen. Ich weiß ja nicht mal, was auf uns zukommt da jetzt. Sie beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Rede mit Tirsa. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Thank you.
zu ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Bast. Was ist mit Bala? Sie ist stark. Ich möchte Ihnen einiges sagen. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherrin. Okay, rede mit Olin. Dann werden wir mit Olin sprechen. Wo ist Olin? Olin? Was sollten Sie denn noch anstellen? Das ist doch der mit dem Knopf im Ohr. Hier ist wieder, Erend. Schade, dass dieser Musikant vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit den langen, dunklen... Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Ja, alles klar, wer hat jetzt... Irgendwas hat er zu verheimlichen tatsächlich mit dem Fokus. Okay. Betritt die Jägerhütte. Da vorne. Natürlich wird was. Ich muss ihn doch nur ansehen. Jetzt echt was los? Das ist voll geil gemacht. Auf dem Fest und der Erprobung meiner Schwester gab es viel bessere. Aber die Erprobung scheint erst am nächsten Tag zu sein, ne? Also jetzt haben wir gerade die Segnung und dann scheint wohl morgen die Erprobung zu kommen. Ja, sind wir mal gespannt. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind.
Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Freundliche Menschen. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Schlagfertig. Geh ins Bett, rede mit Waller, optional. Wer ist Waller? Wie ist Waller? Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Okay. Also, dann legen wir uns mal hin. Gehen schlafen und gucken mal, was bei der Tag der Erprobung so, auf uns wartet. Dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Das war doch die freundliche Wache, oder? Yay! Yeah.
Was müssen wir denn jetzt machen? Erbeute eine Trophäe. Aha! Die Trophäe ist hin, ausgestoßen. Du brauchst wohl eine neue. Da hoch geht's. Die machen es einmal nicht einfach. Ich brauche eine Trophäe zum Weitermachen. Ach so, okay. Oh, das wusste ich nicht. Ey, das tut mir leid. Dachte. Das habe ich jetzt schön verkackt. Ich muss sie einholen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus. Du bist die Letzte. Von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Naja. Kann man sehen, wie man will. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Das war's. Jetzt nur noch bleib vorwärts. Jetzt da stehen. Kehr einfach um. Wer führt? Ich sehe nichts! Und Vala ist direkt dahinter. Oh Gott. Jetzt mach schon! Schneller! Nicht nachlassen! Nee, nee, wir lassen nicht nach. Ich muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Im alten Pfad. Ist sie irre? Gut, ich hol auf. Natürlich holen wir auf. Die Ausgestoßene holt auf. Wie ist sie darauf gekommen? Das wird ganz schön knapp. Abseil. Jetzt mach schon. Beeilung. Weiter so. Okay, okay, okay. Klappt. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Du schaffst das auch, Eli. Aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Haltet
Halt sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los! Jetzt! Vernichte die Eindringlinge! Entschuldigung, ich brauche die Blume fix. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Wir schaffen das nicht! Urmutter, hilf uns! Erledigt sie! Das war nicht schlecht. Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Wo stehen wir können sie nicht aufhalten! Doch, können wir. Da hinten steht noch einer. Schnell! Lauft rüber zum Seil! Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Für die Urmutter! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Hier aus! Kämpfen! Wir sind angezählt, aber noch nicht geschlagen. Sieh mal an. Das habe ich nicht kommen sehen. Wie viele sind das? Es sind zu viele. Warte mal, ich muss die gerade mal ein bisschen plündern hier. Da steht noch eine. Vernichtet die Schänder! Aber wo schießt denn der hin? Oder die? Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Noch auf der Suche nach mir. Erledigt sie! Okay, ich muss nur richtig ziehen. Viele. Wir haben keine Chance. Jetzt, runter, solange es noch geht. Boah, was hat der denn da? Komm zurück! Jetzt schon wieder killen. Ja.
Junge! Das war's! Nein! Boah, das ist aber gar nicht so einfach, ne? Hier mit dem... Junge! Okay, das versuchen wir nochmal. Junge, da war es ja richtig Action. Was sind das für Typen hier? Kultisten. Ich komme hier auch nicht weg, ne? Ah, hier kann ich aber, wenn ich herstelle. Wartet mal, wir haben doch hier. Oh. Hallo. Ich wollte eben gerade nach. Ui, das wird spannend, Leute. Das wird spannend hier an der Stelle, dass wir es hier so schaffen. Uiuiuiui. Da muss ich mal gucken, ob es da irgendwie einen besseren Plan gibt. Naja, wir werden ein paar Mal sterben, wir spielen auf normal. Komm schon, Brüder, schnappen wir hier. Das war ein Treffer. Erledige sie. Okay, den haben wir. Frage, kann ich mir von dem die... Dem die drücke. Neue Fähigkeiten freigeschaltet, okay. Ja, die kann ich mir nämlich nehmen. Och nein! Oh, das ist ja mies. Shit, das habe ich von hinten, habe ich es nicht kommen sehen. Naja, wir werden es schon irgendwann schaffen, Leute. Ich lasse mich davon auch nicht unterkriegen. Wir probieren es noch einmal. Och nee! Boah, das ist aber echt heftig. Also es ist schon knackig. So Leute, einmal probieren wir es noch, dann beende ich die Folge an der Stelle. Dann gucke ich mal, ob ich es vielleicht offscreen hinkriege. Ah, ich glaube, ich stehe einfach zu lange, ne? Ich muss jetzt erstmal reinkommen, dass man sich hier ein bisschen mehr bewegt. Oder wir lassen die, genau, wir lassen die einfach mal alles suchen. Oh shit.
So, genau. Sieht er uns nicht. Ich glaube, das hätte ich von Anfang an so machen sollen, ne? Haha. Sehr gut. Jetzt können wir dieses Todbringergewehr nehmen. Oh, keine Munition. Das ist schlecht. Sehr hilfreich. Okay, also man muss das hier einfach mal ein bisschen mehr Ruhe angehen. Dann wird es hier auch besser, merke ich. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Nein, Rust ist tot. Sie stirbt.
Was sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Ich brauche den Fokus. Nein. Okay, Leute. Er hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Der Leib des Berges. Suche nach deinem Fokus. Werden wir in der nächsten Folge angehen, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten, würde mich über einen Daumen freuen und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei wärt. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.